I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on. Hallo zusammen, heute machen der Johannes und ich das Training für euch. Liebe Grüße von Alex, Lorena und Luki, die können heute leider nicht. Bin dem Johannes sehr dankbar, die, wo ihn nicht kennen. Er ist einer der älteren Talente in der älteren Gruppe und unterstützt mich heute vor allem im Kraftteil. Wir werden uns zu Beginn ein bisschen warm machen gemeinsam. Danach gehen wir kurz in Lauf-ABC-Übungen, werden danach noch so kleine Reaktionsübungen machen, mal schauen, wie das klappt online. Und dann kommt noch ein ca. 20-minütiger Kraftteil, wo mich dann der Johannes unterstützt. Bin ich ganz dankbar, weil sonst könnte ich, glaube ich, das Treten einstellen. Gut, dann fangen wir einfach an. Wir fangen ganz locker an, laufen auf der Stelle, kreisen die Arme. Ich mache noch kurz meine Uhr an. Moment. So, das habe ich. Starten. So, kreisen die Arme vorwärts und sauber auf der Stelle laufen. Ich hoffe, ihr seid alle fit und ausgeruht. Und rückwärts. Schön große Kreise. Aufrecht bleiben dabei. Das Laufen nicht vergessen. Und rechts, vorwärts, links, rückwärts. Bin ich weit genug drauf? Und rechts, vorwärts, links, rückwärts. Haben wir gerade kennt, all die andere Richtung. Okay, und die Hüfte eindrehen. Ganz locker. Arme auf Schulterhöhe. Und Hampelmann, einmal Hände waagrecht, einmal über den Kopf. Und die Hüfte. Und zur Stelle laufen. Einmal, zweimal, dreimal, vier. Mitte, unten, Mitte, oben, Mitte, unten, Mitte, oben und so weiter. Schön ganze Bewegungsradius ausnutzen. Super. Und die Hüfte. Jawohl. Und wir stehen links vorne, rechts hinten und wir holen ganz locker das vordere Knie hoch und klatschen gegen die Hand. Ganz aufrecht und wechseln. Super. Und die Hüfte. Gut. Und wir laufen auf der Stelle. Wir klatschen auf die Oberschenkel. Rechte Hand zur Nase, linke zum Ohr. Oberschenkel, linke Nase, rechtes Ohr. Wechseln hier hin und her. Und die, wo es können, laufen dabei. Ihr vermisst bei solchen Übungen linke und rechte Gehirnhälfte. Ja. Und gut, Hüfte. Super. Und das rechte Knie ganz locker innen und außen hoch. Wirklich locker, nicht mit Kraft. Aber jetzt schön aufrecht. Ja.
und wechseln. Und die Hüfte. Und Wiederholung, dass es ein bisschen wächst. Wir stehen. Beide Arme raus. Eins, einklappen. Zwei, nach oben, raus. Mitte, unten, oben, raus. Mitte, oben und so weiter. Und wir versetzen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, gut. Und die Hüfte. Wenn ich klatsch, gehen wir hin und machen ganz schnelle Schritte aus der Bewegung raus. Und wenn ich wieder Stopp sage, einfach locker weiter. Und hopp. Und gut. Und hopp. Und schneller, komm. Maximale Geschwindigkeit. Und gut. Und schneller, komm, auf geht's. Zieht nochmal. Und hopp. Und gut. Hüfte. Super. Und im Stehen. Schultern vorwärts kreisen. Und rückwärts. Ganz bewusst. Ja. Handgelenke nehmen. Bisschen durchkneten und die Arme ein bisschen kreisen. Jawohl, super, sehr gut. Und ganz locker nach hinten aufdrehen. Kopf mitnehmen, die Arme nach hinten oben. Sehr gut. Okay. Gut, gehen wir locker ins Lauf-ABC. Ihr kennt's. Armzug wichtig. Denkt an das Läuferdreieck. Nicht den da. Wir sind hier. Ja. Und hier ganz locker nur in den Fußgelenken arbeiten. Ja, aufrecht bleiben. Und arbeiten. Jawohl. Super. Ganz bewusst in den Sprunggelenken. Okay. Zwischendurch, jetzt sind die warm. Hier nochmal kurz ein bisschen kreisen. In beide Richtungen. Andere Fuß. Klasse. Okay, und ganz locker anfassen. Aufrecht. Locker und leichtfüßig. Okay. Gut. Bisschen auslockern. Wir gehen in lockere Kniearbeit. Ganz einfaches Kippings. Noch nicht mit Vollgas. Ganz locker hier. Aufrecht, Knie hoch, Beinarbeit, Läufertraining. Denkt an den 90-Grad-Winkel, ihr macht weiter in den Armen. Auf geht's. Und schnaufen. Sehr gut, habt ihr Pause kurz. Gut. Das nächste, ihr kennt's aus der Halle. Diesen ganz aggressiven Wechsel nach drei Schritten, also drei Hopsern auf der Stelle. 1, 2, 3, stehen. 1, 2, 3, stehen. 1, 2, 3, stehen. Okay. Denkt dran, jetzt wirklich Längenwechsel, maximale Kraft, maximale Schnelligkeit, stabil stehen. Ja, darauf kommt es an. Okay. Wir stehen.
und hopp. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 2, 3. 1, 2, 3. Und weiter. Jeder noch 3 Stück. Und super. Gut. Das gleiche Übung, schnauft kurz. Wir machen direkt weiter. Das heißt, aus der Bewegung raus, 1, 2, 3. Indianertanz. Denkt dran, aggressiver Armzug. Nicht hier irgendwo sonst wo. Hier Schulterhöhe, hinten. Beide Arme 90 Grad. Okay. Und los geht's. Und schnaufen. Okay. Nächste. Skippings. Kniehebel auf seitlich. Ohne Pause. Das letzte Mal bei mir habt ihr stabil gemacht. Seitlich, seitlich, seitlich stehen. Seitlich, seitlich, seitlich stehen. Wir machen jetzt direkt weiter. Ich zeige es kurz. Wenn wir nach rechts rüber gehen, ist das rechte Knie oben. 1, 2, 3. Okay, wir machen es zusammen. Tut mir gerade auch ein bisschen schwer, das meine ich so oft. Und los geht's. Komm ja auch durch. Okay, und gut. Ist mit Stehen einfacher, direkt weiter deutlich schwieriger. Okay, kurz schnaufen. Wir machen Brennhopser. Denkt dran, minimale Kontaktzeit. Schön aufrecht. Guckt, dass ihr wirklich unten ganz kurz nur berührt. Okay, 5 Sekunden noch. Und los geht's. Minimale Kontaktzeit. Ganz aggressiv unten weg. Armzug. Super. Okay. Und schnaufen. Ist eine Übung. Die nächste. Peitschenschritt. Kann ich auch nicht ideal. Die, wo es können, probieren es aber umzusetzen. Die, wo es noch nicht so gut können, probieren sich ranzutasten. Peitschenschritt ist hier praktisch raus und hier ziehen. Und dann immer Zwischenhopser. Sonst geht es auf der Stelle eigentlich nicht. Ihr müsst lernen, im Sprint entsprechendes Knie hochzukriegen und hier Gas zu geben. Zeig's nochmal von hier. Eins. Okay. Wir machen es zusammen. 5 Sekunden noch. Ich mache es am besten seitlich. Ich glaube, da seht ihr es am besten. Und hopp. Die Besseren unter euch, ruhig die Arme mitnehmen. Und gut. Und schnaufen. Gut. Nupi und Alex hatten euch gebeten, zwei so Hütchen oder Gummistiefel oder Wanderschuhe oder sonst was zu holen. Ihr stellt die circa einen Meter auseinander und auf Kommando versucht ihr mit kleinen, schnellen Schritten, ich klatsch und ihr macht kleine, schnelle Schritte und wartet wieder. Die, wo ihr macht, probiert ihr mit maximaler Geschwindigkeit zu machen. Das ist wichtig. Ihr kriegt Pause zwischendrin. Es ist auch nicht mega anstrengend,
Aber die, wo ihr macht, macht ihr bitte mit 110%. Okay, absolutes Vollgas. Gut, wie das online ist mit Klatschen, ihr guckt einfach, wenn ihr von mir eine Reaktion seht, sei es optisch über die Kamera, sei es über das Mikrofon, startet ihr auch. Wir fangen rechts nach rechts vorne an und der nächste ist dann nach links vorne. Und hopp. Und kleine schnelle Bewegungen, die Arme nicht vergessen. Und stopp. Der nächste links. Und hopp. Und arbeiten, hopp. Arbeiten, ganz schnelle Schritte. Und gut. Muss schon schwitzen. Der Johannes, der grinst sich hier ein. Er macht sich schon warm und nachher. Und rechts. Und arbeiten, hopp. Muss jeder schneller sein als ich. Ich bin ein alter Mann, ihr seid jung und fit. Ihr müsst schneller sein als ich. Und links. Und auf geht's. Und arbeiten, wirklich schnell. Komm, kleine schnelle Schritte. Gut. Sehr gut. Super. Jede Seite noch zweimal. Und rechts. Und arbeiten. Und schnelle Schritte. Schnelle Schritte. Und gut. Und nochmal links. Und arbeiten. Auf geht's. Super. Letzte Seite rechts. Und hopp. Und super. Und noch ein letztes Mal auf der linken Seite. Und ab. Und schneller. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Und super. Das nächste. So wie es in eurem Zimmer Platz gibt, stellt ihr die ein bisschen weiter auseinander. Geht so circa 50 cm zurück. Und ihr geht immer, reagiert auf mein optisches Signal. Wenn ich hier runter gehe, geht ihr auch hier runter, tänzelt. Und wenn ich hier runter gehe, geht ihr auf die Seite. Wie gesagt, je weiter auseinander, umso besser. Müsst ihr schauen, wie viel Platz ihr in eurem Zimmer habt. Okay. Und wir fangen an. Hopp. Und wieder zurück. Und immer noch bewegen. Hopp. Und zurück. Hopp. Und zurück. Hopp. Und zurück. Hopp. Zurück. Und gleich zurück. Wichtig ist, hier raus, sofort wieder raus beschleunigen und zurück. Ja? Und hopp. Hopp. Und immer schön nach vorne gucken in die Kamera. Hopp. Ihr müsst nicht zum Hütchen gucken. Hopp. Hopp. Super. Und ihr müsst schneller zurück sein wie ich. Gut. Und zack. Und zack. Und wieder raus. Wichtig ist hier abbremsen, wieder raus. Und hopp. Und hopp. Super. Und Pause. Klasse. So. Ich muss die Dinger wieder ein Stück näher zusammenstellen. Ich hoffe, man sieht mich. Wir springen jetzt abwechselnd. Von hier sauber in den Ausfallschritt, wirklich relativ weit runter und hier wieder hoch. Im Wechsel. Hopp. Hopp. Immer schön berühren. Hopp. Gleichgewicht schön halten, Spannung aufbauen und aus dieser Spannung wieder raus. Schnauft noch. Ich muss mal kurz von meiner Hand hoch. Der Johannes, der schwitzt noch gar nicht richtig, aber da bin ich zuversichtlich, dass der nachher auch noch ein bisschen schwitzen muss. Okay, fangen wir an. Wir fangen mit dem rechten Arm auf das linke Hütchen an. Wenn der rechte Arm vorgeht, geht der linke Fuß nach vorne und rechter Fuß nach hinten. Heißt, hier rüber, absetzen, zack. Rüber, absetzen, zack. Okay, und das könnt ihr selbstständig machen, bis ich sage Stopp. Und dranbleiben.
10 Sekunden nur, auf geht's. Ist nicht so anstrengend, ist mehr eine Gleichgewichtsübung auch. Und wenn ihr da sauber in die Spannung geht, dann macht ihr die Schenkel eigentlich schon auch. Super. Pause. Eine letzte Übung mit den Hüften. Und zwar steht ihr bitte mit dem Rücken zu den Hüften. Und ich sage entweder links oder rechts. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Wenn nicht, macht ihr einfach selbstständig. Ist auch egal, wenn ihr verzögert macht mit dem akustischen Signal. Wenn ich sage links, drehen wir links rum, aus der halben Drehung in die Rocke, auf das linke Hütchen in der gleichen Richtung zurück. Wenn ich sage rechts rum, genau das gleiche, rechtes Hütchen zurück. Ihr dreht immer zu dem Arm, wo ich sage. Gut, probieren wir es. So, und rechts, zurück, direkt zurück, links, zurück, links, zurück, rechts, zurück, so aufrecht wie möglich bleiben, links, zurück, rechts, zurück, links, zurück, links, zurück, links, zurück, rechts, zurück, links, zurück, rechts, zurück. Oh, jetzt runter, wo ich. Mir wird schwindelig. Links, zurück. Rechts, zurück. Links, zurück. Und Pause. Denkt immer dran im Zimmer. Ihr habt nicht so viel Platz. Steht vielleicht ein Schrank rum. Immer aufpassen, dass ihr sicher seid, falls ihr wirklich mal das Gleichgewicht verliert, dass ihr euch nicht irgendwie wehtut. Und schnaufen. Dürft ihr die Schuhe und die Hütchen wegmachen. Hoppa. Kommen da so kleine Sprungkraftschichten für die Stabilität. Davor ruhen wir aber ein bisschen aus. Schon mal hier reinlassen müssen, oder? Okay, machen wir. Halbwegs vollständig. Gut, ich hoffe, ihr schwitzt schon ein bisschen. Nächste Übung. Wir machen Seitsprünge. Sauber die Arme mitnehmen und dann stabil stehen. Das andere Bein, den Fuß vom oberen Bein immer zum Knie herholen. Hier ganz sauber. Zack, 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 zack. Ganz dynamisch. Okay, ich sag, wenn es losgeht. Fünf Sekunden noch, dürft schon mal in Startstellung und los. Eins, zwei, 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 eins, zwei und Pause. Sehr gut. Schnaufen. Nächste Übung. Ihr springt einbeinig möglichst hoch auf die andere Seite, um dann stabil zu stehen. Die Jüngeren unter euch, Alex, seine Gruppe, ich weiß, ihr seid schon super trainiert. Macht trotzdem vorsichtig. Ihr müsst hier nicht die Decke berühren. Wir stehen hier und springen rüber und stehen stabil. Ja? Immer hin und her. Wichtig ist es stabil stehen. Mir geht es im Moment um Gleichgewicht. Bisschen verbunden mit Sprungkraft. Aber der Fokus liegt im Moment auf Verletzungsprophylaxe, Gleichgewichtsschulung, Sprunggelenkschulung. Okay? Gut. Wir fangen an. Selbstständig ohne Zählen, ja, sauber rüber, die Fortgeschrittenen unter euch, ältere Gruppe, so hoch wie es irgendwie geht, hier raus, stehen, dürft ruhig Schwung holen, hopp und stehen, ja, hopp und stehen,
selbstständig. Tempo spielt überhaupt keine Rolle, ihr müsst nicht schnell sein. Ja, lasst euch Zeit zwischendrin und stehen. Wichtig auch, probiert hier nicht durchzuschlagen, probiert es mit dem Bein wie eine Feder, wie ein Stoßdämpfer, das locker abzufangen. Macht ruhig nebenher weiter. Ja, weich landen und Gleichgewicht. Im Idealfall habt ihr keine Bewegung mehr. Geht dann noch 5 Stück, auf geht's. Noch 3. Okay. Letzte Übung, bevor wir in den Kraftfall gehen, ist eine relativ einfache Geschichte. Auch nicht mehr so anstrengend. Ihr steht rechts einbeinig, springt rechts raus und senkrecht hoch. Wichtig ist mir, dass ihr nach dem Rausgehen hier so schnell wie möglich hochkommt. Nicht wie gerade eben rein, sondern guckt, dass ihr hier zack, hoch. Muss gar nicht hoch sein. Da drüben ist minimaler Kontakt. Raus, hoch. Ihr macht auch immer den gleichen Fuß. Macht 10 links und dann 10 rechts. Ihr steht, 1, hopp. Knie hoch anziehen beim Hochspringen. Hier, zack, Knie hoch. Okay, locker abfangen. Auch hier die Jüngeren, nicht zu hoch springen, nicht zu hoch springen. Wichtig ist es, aus der seitlichen Bewegung schnell nach oben zu kommen. Jeder für sich. Irgendwann mal Seitenwechsel. 10 links, 10 rechts. Hopp. Oh, links ist bei mir deutlich schlechter wie rechts. Hopp. Hopp. Denkt immer dran, ganz schnell aus dieser seitlichen Bewegung nach oben. Das ist das Ziel der Übung. Hier nur noch 3 Stück. So, fertig werden, dann habt ihr den ersten Teil. Lauf, ABC, Sprungkraft, bisschen Reaktion habt ihr schon hinter euch. Jetzt kommt circa 20 Minuten Krafttraining. Das sind 13 Übungen, die werde ich jetzt im Vorfeld alle zeigen. Nachher machen tun sie der Johannes und ich abwechselnd, in loser Reihenfolge abwechselnd. Die Belastungszeit, es gibt Übungen, wo wir nur 30 Sekunden machen. Es gibt die meisten Übungen, gehen eine Minute und es gibt einige wenige Übungen, die machen wir auch 1,5 Minuten am Stück. Ist aber alles so, dass es machbar ist. Ich zeige euch mal die Übungen. Mal kurz ein bisschen Rücken machen. So. Sonst kriegen wir den. Also als erste Übung kennt jeder, ist eine stinknormale Liegestütz. Wichtig ist mir, da wir uns so hin. Ich habe auch im letzten YouTube-Video von mir gesehen, ich hänge auch ganz schön krumm. Guckt, dass ihr so aufrecht und gerade wie möglich die Sachen macht. Da könnt ihr nachher beim Johannes gucken, weil das macht er. Gut, zweite Übung, Standwaage. Ist jetzt nicht mega Kraft. Ist einfach von hier runter, sauber runter und wieder hoch. Ist auch nochmal Gleichgewicht. Und ihr kräftigt schon Gesäß und auch Oberschenkel in Kombination, ist eine super Übung zur Hüftstabilisierung, zur Hüftzentrierung. Ja, hier Arm hoch und dann nicht kippen wie ich. Guckt also hier so aufrecht wie möglich. Da bin ich kein Vorbild, weil ich einfach nicht mehr gelenkig genug bin. Das machen wir zweimal, also ohne Pause, 60 Sekunden links und 60 Sekunden rechts. Nächste Übung, Sit-Up-Übung. Bauch, ihr sitzt, Füße hier, ihr legt Füße hier oben, ihr geht einmal hoch, links, rechts, hoch, links, rechts oder auch umgekehrt, ja, und fertig. Vierte Übung, Plank, Up and Down, kennt ihr, achtet drauf, dass ihr nicht hier durchhängt, im Idealfall ganz gerade, wer das nicht schafft, lieber der Popo etwas höher und dann geht ihr hier eine Minute rauf und runter. Die Jüngeren, wenn die irgendwann ein Problem haben, einfach aufhören,
solange ihr es schafft. Aber probiert zu beißen. Normal geht es schon. Bizeps zu trainieren ohne Klimmzugstange, ohne Handeln ist schwierig. Ich habe mir trotzdem eine Übung überlegt. Ihr geht hier in die Hocke, legt den Arm, den Ellbogen aufs Knie, beide aufs Knie und jetzt Hände übereinander. Sieht man das? Und jetzt drückt der rechte Arm gegen den linken und drückt den Rücken runter. Jetzt machen wir eine halbe Minute links und eine halbe Minute rechts. Ja, da kommt schon was an. Also wenn ihr das richtig macht, da kommt ordentlich was an. Achtet drauf, dass ihr hier nicht so steht, sondern guckt auch hier möglichst aufrecht. Okay? Nächste Übung, ganz einfach. Kennt ihr, ihr geht auf den Rücken, auf die Fußballen so weit wie möglich an den Popo. Wir bleiben auf den Ballen und machen hier nur eine Minute lang das Gesäß hoch. Ja? Wir zeigen es auch immer in den Pausen nochmal, dass ihr wisst, was kommt. Dann kommt, da freut sich schon der Johannes drauf. Sind auch drehende Bewegung. Füße sind am Boden. Ihr könnt hier die Arme ruhig auf die Schulter nehmen. Könnt auch hier machen, ist egal. Und jetzt sauber hier hoch und wieder runter. Ohne ganz abliegen. Wir bleiben immer schön oben. Ich habe immer Druck. Und wichtig ist, nicht hier hoch, dann trainiere ich Hüftbeuger, sondern ihr probiert hier wirklich einzurollen. Ihr müsst hier einrollen, ja? Und das Ganze in der drehenden Bewegung, dann habt ihr die seitlichen auch noch dabei. Gut, Bein durchstecken, kennt ihr vom Luki, zumindest die Älteren, eine Hand auf den Boden, halbe Minute links, direkt wechseln, halbe Minute rechts. Brauche ich nicht viel erklären. Nächste ist Vierfüßlerstand, Spitze für die Freibad-Saison, die Übung. Wir gehen hier hin und machen hier 20 Sekunden den da, 20 Sekunden den da und 20 Sekunden Knie an die Schulter holen und dann hier wegstrecken. Okay, eine Minute links, eine Minute rechts. Dann Rücken liegen, Arm zu einfach, es sieht leicht aus wie es ist. Arme ganz seitlich raus, das ist wichtig. Und jetzt 90 Grad Winkel, Kopf unten, rüber, die Füße nicht ablegen, Kick, rüber, Kick, rüber, Kick. Ist jetzt nicht eine Übung, wo unendlich Kraft gibt, ist aber eine super, jetzt fällt mir das Wort, eine super Übung für die Mobilisierung der Wirbelsäule. Könnt ihr ein bisschen ausschnaufen. Okay, das nächste ist die kurze Plank. Ihr geht auf die Fersen, Knie weit weg, Arme sind unter den Schultern und jetzt hier im Wechsel, Hüfte bleibt so stabil wie möglich, nicht den da, sondern sehr behutsam und langsam. Okay, dann nochmal eine Stabübung, seitlich hinlegen, Arm raus und jetzt hier 1, 2, 3, 30 links und 30 rechts. Danach kommt noch eine Oberschenkelübung, die machen wir dann direkt zusammen und fertig. Sollen wir das gleich nehmen, stört sich. Ja. Hast du eins dabei? Nee. Nimm das. Sportstudent in E. Gut, also stört euch nicht an dem, ich sag, wenn die Übungen rum sind. Stört euch bitte nicht an dem Timer, der ist auf eine halbe Minute eingestellt. Wir haben viele Übungen, wo eine Minute geht. So, du darfst schon. Liegestütz fangen wir an. Und 10 Sekunden noch. 5. Und 30 Sekunden Liegestütz. Johannes macht's perfekt. Kopf ist eine Linie mit dem Rücken, ist ganz wichtig. Wer will, kann auch ein bisschen breiter, die wo der Johannes macht, ist ein bisschen mehr Trizeps, ist ein bisschen schwieriger als die beiden. Ja. Und noch 10 Sekunden, super, dann habt ihr die erste Übung schon hinter euch. So. 30 Sekunden Pause, ihr habt jetzt eine Minute Standlage rechts. Und dann links ohne Pause, das heißt nur mal
2 Minuten Standwaage, danach habt ihr wieder eine halbe Minute Pause. Okay, da bin ich kein Vorbild, ich bin relativ ungelenkig. Guckt, dass ihr einen sauberen, geraden Rücken habt. Ich sag den Wechsel an, guckt auf mich, nicht auf den Arm hören. Und los geht's. Hier runter, sauber und wieder hoch, ohne umfliegen, nicht so wie ich. Schön sauber Gleichgewicht halten, jetzt wird's besser. Arme ruhig mit runternehmen. Guckt, dass er hier gerade bleibt, das fällt mir schwer. Dann bin ich inzwischen zu unbeweglich. Behalte die Mobilität, die Agilität ist ganz wichtig. Ja. Und kommen. Schön sauber. Bei sowas, die ruhig, wenn ihr was habt, dürft ihr diese Übung gerne mit Zusatzgewicht machen. Teile von euch weiß, ich habe das in der Nähe liegen. Ja. Die können hier gerne ein Gewicht X nehmen, nicht zu viel nehmen. Ja. Immer noch der gleiche Fuß und ohne umkippen. Und direkt der andere Fuß, bitte noch nicht dran. Der Johannes ist total übermotiviert. Der darf jetzt einen längeren Plank austoben. Ihr setzt nicht ab. Ihr guckt da so gerade seid. Wie gesagt, ich bin da kein Vorbild. Sehr gute Übung für die Hüftstabilisierung, Hüftzentrierung. Ja. Schön Gleichgewicht halten, Halbzeit. Ihr geht so weit runter wie möglich. Ja. Schön gestreckter Fuß. Im Idealfall ist auch der Standfuß annähernd gestreckt. Nass. So, okay, hat das geschafft. Ruhe. Ja. Und 5. Und eine halbe Minute. Gut, jetzt kommen Sit-Ups. Mit Rano nenne ich die. Das ist eine Übung vom Frank. Das ist eine bekannte Übung. Ich habe sie mit Rano genannt. Das ist ein berühmter Sportler. Einmal hoch, ihr seht. Linkes Knie, rechtes Knie. Okay, 10 Sekunden noch, dann geht's weiter. Eine Minute. Für die Älteren sollte die Minute kein Problem sein. Für die ganz Älteren überhaupt kein Problem. Die Jüngeren, ihr macht einfach so lange. Jawohl, super. Und denkt dran, richtig, ihr müsst hier einrollen, nicht Hüftbeuger trainieren, sondern sauber die Bauchmuskeln. Johannes macht es sehr gut. Jawohl. Super. 20 Sekunden habt ihr schon. Ein Drittel ist schon rum. Ah, der Johannes lacht noch. Ein Lächeln. Kamera, Halbzeit. Super. Hab den Daumen danach. Und noch 15. Zieht's durch, komm, packt ihr. Ah, auf weisender Seite, das ist gut. Dann weiß man, er macht's richtig. Wer da nicht beißt, macht's nicht richtig, bin ich der Meinung. Okay, ganz klasse. Halbe Minute Pause, dann up and down. Eine Minute lang. Ihr guckt, wie lange ihr durchhaltet. Für die Älteren sollte die Minute kein Problem sein. Denkt dran, Popo ist höher als, also lieber ist der Popo zu hoch, wie dass er durchhängt. Das ist ganz wichtig. Wechselt auch mal die Seite beim Hoch und Runter gehen, nicht immer mit gleichzeitig. Und los geht's. So, und da dürft ihr ruhig auch etwas zügiger werden. Und hoch, runter. Jawohl, super. Und zieht durch. Passt. Und Halbzeit. Klasse.
Und komm, letzten 10 Sekunden, die packt ihr noch. Sauber, klasse. Jetzt bist du was zum Aus, zum Erholen eher. Bizeps, den habt ihr heute noch nicht viel gebraucht. Wie gesagt, beide Ellbogen auf das Knie. Und jetzt hier die rechte, der linke will hoch und der rechte drückt dagegen. Und das Ganze auch wieder in die andere Richtung. Funktioniert nur, wenn ihr wirklich Vollgas mit eigenem Körpergewicht, eigener Kraft schafft. 5 Sekunden, dann legen wir los. Und hopp, 30 Sekunden. Rechte Seite, linker Arm ist jetzt der Bizeps dran. Und Arbeit, komm, richtig mit Dampf. Ihr müsst zittern vor Kraft. Okay? Ihr müsst wirklich mit 100% von dem, 120% von dem, was ihr habt, müsst ihr arbeiten. Denkt an einen halbwegs geraden Rücken. Und ihr wechselt direkt weiter. Linken Arm drückt jetzt gegen den rechten. Richtig schön dagegen arbeiten. 100%, das muss regelrecht zittern. Ja, dann macht das richtig. Also bei mir knallt es schon ganz schnell rein jetzt. Zieht, kommt, nochmal. Letzten 5 Sekunden arbeiten. Und Pause. Gut. Gesäß hoch, bin ich sicher, du bist natürlich ich, gell? So, nächste Übung. Ihr geht hin. Also so weit wie möglich hier an das Gesäß, Arme seitlich raus und dann hier sauber hoch und runter. Okay? Die, wo stabil sind, können die Arme auch hochnehmen. Die müsst ihr nochmal mehr fürs Gleichgewicht machen. Und probiert oben maximal in die Streckung zu gehen. Der Bauch muss in den Himmel, ja, ganz nach oben. Es ist nicht hier vorbei, es ist hier vorbei. Wie gesagt, wenn ihr die Arme hochnehmt, habt ihr noch mal ein bisschen mehr Gleichgewicht drin. Ist sehr, sehr gut. Ihr könnt aber jederzeit auch hier raus, dann ist es einfach. Halbzeit und kommt arbeiten. Oh, bei mir krampft es ein bisschen, macht nichts. Wir machen weiter. So, und auf geht's. Richtig schön strecken und hoch. Jawohl. Auch hier ist nicht Geschwindigkeitsziel. Ziel ist die maximale Streckung oben. Ihr setzt unten nie ganz ab, sondern ihr bleibt immer in der Luft. Okay, gut. Nächste Übung ist für Johannes wieder. Ja. Sit-up, drehende Bewegung, er zeigt's. Füße bleiben auf dem Boden und jetzt dreht ihr oben rum, setzt nicht ab und in die andere Richtung. Wichtig, auch hier wieder maximal einrollen, ihr bleibt hier drin stabil, ja? Sonst trainiert ihr Hüftbeuger. Okay, das ist eine Minute, ich verspreche euch, wenn ihr es richtig macht, ist es eine lange Minute. Na, Johannes ist noch tiefenentspannt. Schön drehen, auch hier ist nicht die Geschwindigkeit wichtig, sondern dieses bewusste Einrollen, jawohl. Dieses ganz bewusste Einrollen, Kopf bleibt trotzdem entspannt. Ja, jawohl, gleich habt ihr schon die erste Hälfte hinter euch. Super. So, Halbzeit. Jawohl, super Johannes, sieht gut aus. Schön dranbleiben, richtig nach oben einrollen. Ich hoffe, das brennt schon ein bisschen. Johannes brennt schon ein bisschen. Bisschen, ja. Ja, aber Johannes brennt schon, aber der macht es auch sehr sauber. Der geht richtig in das Reinholen rein. So muss es sein. Ja, und noch 10 Sekunden, die Kraft. Komm, auf geht's. Super, die 30 Sekunden habt ihr euch verdient. Bein durchstecken mache ich, ja, da kannst du den mit dem Knie. So, nächste Übung kennt ihr, vom Luki zumindest die Älteren. Eine Hand links am Boden, rechts und linke Hand, rechter Fuß am Boden und dann stecken wir den
linken Fuß einmal vorne ganz durch und einmal hinten zurück. Okay? Und das immer hin und her. Halbe Minute links, halbe Minute rechts und dann wechseln wir die halbe Minute links, dann wechseln wir dann die nächste halbe Minute rechts. Und los. Und das Ganze möglichst weit vor und das Ganze schon mit einem gewissen Tempo. Ja? Ihr seid jung, ich mach's Opa-Tempo, ihr gebt Vollgas. So, und hopp. Das ist so eine Übung, wo man bei den ersten fünf denkt, das strengt überhaupt nicht an. Und irgendwann, finde ich, zieht es ganz schön rein. Direkt wechseln, andere Seite und hopp. Und ihr dürft ruhig schneller machen, aber die Technik leidet nicht. Richtig weiter nach vorne raus, weiter nach hinten raus. Ja. Schön arbeiten. Und noch 3, 2 und gut. Super. Was haben wir jetzt? Oh, bin nur mal ich. Scheiße. So. Ein Glück bin und Taufisch. Wir gehen hin. Ich glaube, so seht ihr mich ganz gut. Schön gerader Rücken. Und wir nehmen hier das Bein hoch. Das bleibt immer eine Linie. Solltet ihr von der Kamera von vorne ganz gut sehen. 20 Sekunden erste Übung. Und hopp. Okay, oben bleiben und nach hinten raus. Halbzeit habt ihr schon. Okay, und seitlich ranholen und seitlich raus. Und also wenn ihr das sauber macht und nicht hier nicht jeden Tag macht, ist das eine Übung, wo auch ganz schön ins Gesäß gehen. Und denkt dran, der Rumpf, also Gesäß hier rum, dieser Bereich, ist das Fundament von jeder Kraft. Wenn es hier nicht passt, in dem Bereich Rumpf, Popo, könnt ihr keine Kraft haben. Könnt ihr keine größere Kraft irgendwo. Und linke Seite. Und nach hinten. Mal so zu zeigen. Fersenschub. Die Ferse ist der weiteste Punkt. Okay. Und zur Seite. Knie zur Schulter. Und dann seitlich raus. Sehr gut. Gut, jetzt kommt ein bisschen motorisch, eine schwierige Übung. Nicht ganz einfach, wenn ihr es nicht gewohnt seid. Jetzt müsst ihr hinlegen auf dem Rücken, Arme wirklich stabilisieren, raus. Wichtig, er legt hier nicht ganz ab, er hält hier an und streckt den. Wer fit ist, kann den da machen, selbstverständlich. Ja, also du kannst schon richtigen Scheibenwischer machen. Okay. Jawohl. Gut, der Kopf bleibt unten. Entspannt. Ist eine gute Übung hier für Mobilisierung der Wirbelsäule,
beim einen oder anderen wird es hinten schon so ein bisschen die Blockierung rausknacksen. Ja, super. Schön arbeiten. Wie gesagt, Johannes, wenn du dich fit fühlst, einfach Beine ganz strecken und dann richtig schalten. Jawohl. Halbzeit. Das ist für die Fortgeschrittenen. Die anderen können mit angezogenen Beinen machen. Johannes hat eine sehr, sehr gut ausgeprägte Rumpfmuskulatur. Da seht ihr, aber er muss scharf Backe aufblasen, das freut mich. Ja, aber der macht es richtig gut. Ja. Und ihr arbeitet noch 5 Sekunden. Auf geht's. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Okay. Gut, kurze Plank macht auch der Johannes. Arme sind unter den Schultern. Knie unter 90 Grad unter der Hüfte, ruhig noch weiter vor. Leicht, nur leicht weg und dann mit dem Arm abwechselnd in dem langsamen Tempo, wie es der Johannes macht, in Perfektion zur Schulter passen. Wichtig, ihr habt hier in der Hüfte und in den Knien keine Rotationsbewegung. Auch bei dem Johannes hin, das ist in Beton gegossen, da bewegt sich nichts. Eine Minute. Das packt er, wenn es bei den Jüngeren zu viel ist. Ihr beißt, solange es geht, und dann könnt ihr jederzeit auch längere Pause machen. Aber ich glaube, ihr packt es. Jawohl, Johannes, sehr gut. Und durchhalten. Halbzeit, dann geht es weiter. Jawohl, gut, super, gleich geschafft, zieht's durch, jetzt nicht mehr aufgeben, jetzt kann man es ganz durchziehen, das ist nämlich lang, 5 Sekunden noch, und super, seitlich unterstützt, auf den Ellbogen, Arm und Bein hoch, und dann zieht der Knie und Ellbogen zusammen, wer will, kann das Ganze noch unterstützen, wenn ihr runtergehen und beim Strecken mit der Hüfte, beim Zusammengehen mit der Hüfte runter und beim Strecken hoch. Muss ich es selber machen. Okay. Aber wichtig ist, bleibt ihr erstmal stabil. So. Und 30 Sekunden links, jawohl, perfekt. Schaut beim Johannes, das ist wie ein Brett, ganz klasse. Ja, schön Knie und Ellbogen zusammen. Da bewegt sich außer Ellbogen und also außer den beiden Armen bewegt sich nichts. Genau so muss es sein. Ihr habt es gleich geschafft. Haben wir gesagt 60 und 30. Jawohl, sieht super aus. Genau so. Und ihr macht direkt einen Wechsel und Wechsel. Dürft ihr nicht viel Zeit verbraten, da hängen wir nachher noch 5 Sekunden hin. Der hat ja eben gebraucht zum Wechseln. Jawohl, schön stabil. Guckt wieder Johannes, auch der Kopf ist mit der Wirbelsäule, eine Verlängerung. Genau so muss es aussehen. Ja? Ihr seht, der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule und schiebt nicht irgendwo sonst hin. So soll es sein. Fällt mir gut. Und wir hängen nochmal 5 Sekunden dran fürs Wechseln. So, noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Gut. Jetzt habt ihr es fast geschafft. Eine Gesamtübung noch 90 Sekunden. Erste Übung ist, ich gehe einfach Squat, Kick, Squat. Zerrt euch nicht beim Kicken, ihr müsst nicht hoch, das ist eher so ein lockeres. Dann zweite Übung, wir bleiben hier unten beim Kicken. Ja. Und dritte Übung, Arme hier raus. Wir sind auf den Zehenspitzen und gehen hier hoch und runter. Das sind dreimal Schenkelübungen, erholt euch noch. Und dann fangen wir an. 15 Sekunden noch. Jede der Übungen 30 Sekunden. Dann machen wir noch einen lockeren Cooldown, dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Die Uhr? Weißt du die Uhr? Okay. Und wir fangen an. Und runter. Kick, runter. Kick, runter. Kick, runter. Kick, runter. Kick, runter, Kick und selbstständig
Jawohl. Tempo ist nicht entscheidend. Halte durch, ist mir viel lieber. Vor allem die Jüngeren. Guck. Ah, super. Guck, dass ihr aufrecht bleibt. Ja, super. Okay. Arme raus. Kick, 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 kick. Jetzt fangen eigentlich langsam die Oberschenkel schon so ein bisschen an warm zu werden. Ja, 15 noch diese Übung. Ja, immer schön B- und entlasten. Hopp, hopp. Je tiefer ihr geht, umso besser. Okay, Arme bleiben raus. Umdrehen. Auf die Fersen, auf die Beine und hier locker hoch und runter. Ballen, Ferse hoch, Ferse runter. Ja, gerader Rücken. Ich bin da nicht das ideale Vorbild. Ihr macht sauberer und die letzten 10 Sekunden kommen. Hui. Jawohl. Und locker. Sehr gut. Machen wir einen Pull-Down. Schnappt erstmal aus. So. Komm raus, Mann. Top in der Zeit sind wir. Gut, wir stehen hier hin, machen uns ganz, wir pflücken Äpfel oder noch besser, ihr holt die Sterne vom Himmel so weit wie nach oben, streckt euch, ja, die Wirbelsäule lang machen, ja, und dann lassen wir fallen. Und wir rollen Wirbelsäule hoch. Ja, und machen uns nochmal lang und holen nochmal die Sterne vom Himmel. Ja, richtig, richtig strecken, richtig weit hoch fassen und fallen lassen. Gut, gehen wir hin, wir bleiben und stehen, rechtes Bein herholen, nicht am Spann, sondern in der Beuge fassen. Ja. Hier vordere Oberschenkel dehnen, so aufrecht wie möglich. Und wer will, darf hier den Arm noch strecken, dann aktiviert ihr noch mehr Muskelketten. Ja, bei der Dehnung. Wechseln. Nicht vollkommen. Aufrecht bleiben, die genau geneigt, den Kopf nach unten zu machen, probiert in den Baum zu schreien. Okay. Legen wir uns hin. Ihr müsst den nicht voll gerade strecken, ihr dürft den so leicht, ganz leicht anwinkeln. Und wir holen das rechte Bein zur linken, zur rechten Schulter, ziehen das Knie hoch. Ja, richtig schön aufdehnen. Ja. Auch hier. Ihr solltet deutlich weiterkommen als ich. Ich bin hier relativ schlecht. Und wir strecken. Also das ist bei mir hier eine mittlere Katastrophe. Das macht ihr bitte besser. Ja. Ihr müsst jetzt nicht vor der Lotte in den Zitterdehnung, sondern es ist eher so ein entspanntes Dehnen. Ja. Und wechsel. Linkes Knie herholen. Und strecken. Wie man kommt auch an. Und lösen. Gut. Dann dreht euch hier rüber. Ich zeig's mal so rum.
Ihr legt das linke Knie einfach hier drüber, seitlich. Und nehmt den, also linkes Knie legt ihr ab auf der rechten Seite. Und der linke Arm zieht links hinten am Boden. Auch eine tolle Übung für den Rücken. Ihr dehnt die Brust dabei auf. Auch hier nicht mit Gewalt. Und ganz locker. Und wechseln. Ups, wir suchen. Und dann noch. Gut. Gehen wir so. Hände zeigen zu den Knien. Und wir gehen hier locker zurück. Sieht ein bisschen krank aus, gell? Jawohl. Du dürft auch ganz leicht, aber wirklich leicht in eine wippende Bewegung. Gut. Gehen wir hin. Ihr kennt es vom Alex. Lassen ihn einfach mal ein bisschen durchhängen. Schauen nach oben. Jawohl. Dann ziehen wir hier hinten. Gut, letzte Geschichte. Wir gehen hier hin, bewegen ganz locker die Hüfte hin und her. Dürft ruhig abstützen. Das hat mit Kraft oder mit Anstrengung gar nichts zu tun. Das ist einfach ein lockeres Ausbewegen. Ja. Die Hüfte wieder aufmachen nach den vielen Plank-Übungen. Ja. Gut, dann wäre ich soweit. Johannes darf noch zu mir kommen. Vielleicht noch eins, was mir ganz wichtig ist. Viele von euch sind schon relativ, also wenn ich mich an die Halle erinnere, relativ unbeweglich. Im Moment habt ihr sehr viel Zeit, auch Beweglichkeit mal zu trainieren. Ihr habt abends in der Regel kein Training. Also ich weiß, viele von trainieren von euch fast täglich. Aber nutzt auch die Zeit, wenn ihr eine halbe Stunde vor dem Fernsehen hockt. Wenn man vor dem Fernsehen sitzt, kann man auch dehnen. Ja? Wenn ihr eh warm seid nach dem Training, macht am besten Mathematik-Sendung oder sowas an, weil Johannes, stimmst du mir zu, machen wir immer für wir zwei. Und dann den Körper ein bisschen durchdehnen, ist ganz wichtig. Ja? Gut, ich danke euch fürs Mitmachen, ganz toll, bleibt dran, bleibt weiterhin dran. Die Jüngeren von euch dürfen hoffentlich zeitnah wieder wirklich mit Trainern ins Stadion. Sind wir gerade dabei und dann seht ihr, nächste Woche geht es im Online-Training weiter. Und tschüss. Ciao.